Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Long Dark Wintermute in der Episode 4. Da läuft irgendwo ein Wolf rum. Ja, letzte Folge haben wir wieder einiges an Action mit den guten Wölfen. Wir haben ja auch die Story da noch weitergemacht beim Gefängnis. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg in Richtung Mine. Da waren wir ja schon mal fast oben. Und jetzt sind wir da letzte Folge noch in, ich glaube, in drei Timberwolf-Dinger sind wir reingelaufen. Und die haben uns ordentlich auseinandergenommen. Also, ich konnte dann keine Waffe mehr in die Hand nehmen, bis auf den Revolver. Weil unser Handgelenk verstaucht war. Wir hatten einen Wolfsbiss auf dem Kopf, der sich, der entzündungsgefährdet war. Und so weiter und so fort. Oh Gott, ey. Das war heftig. Ich habe auch wieder sehr, sehr viele Kugeln verschossen, weil ich bin natürlich absolut unfähig. Wenn man geht. Knabbert ein Wolf? Okay. Solange es nur ein Wolf ist, ist es kein Problem. So, wo geht's denn lang? Wahrscheinlich hier einmal beim Berg außen rum. Gut. Hat auch Angst vor uns. Wollte schon meinen Bogen spannen. Oh, schon wieder Timberwölfe. Natürlich. Guck mal einer an. Oh nein. Wo ist mein Pfeil? Oh nein! Hör auf! Wollen die nicht? Okay, dann gehe ich weiter. Nicht wollen, habe ich kein Problem. Ich nehme da den Pfeil hier noch mit. Nee. Wir können den Pfeil nicht. Kackwolf, ey. Gib mir doch mal einen Pfeil. Ah, nicht. Hab ich Besseres zu tun. Als durch die Wölfe jetzt zu warten. Mit einem Pfeil verloren. Oh Mann. Mann. Da liegt auch noch irgendwas Totes. Sieht ja nach Wolf aus. Was haben die eigentlich für den Respawn-Rad, die tollen Timberwölfe? Achso, das war die Höhle hier. Ich meine, da können wir uns kurz unterstellen, aber. Ja, dann können wir uns die Timberwölfe holen. Jetzt steht sicher gleich noch ein Bär vor uns. Ganz bestimmt. Ich weiß halt echt nicht mehr, wo der war. Könnte sein, dass der einfach jederzeit vor uns steht. Aua. Ja, jetzt echt noch hinter uns? Fick dir an? Sollten mich nicht angreifen. Fahnenschuss abgeben. Bin außerhalb deren Bereiches, aber. Ja. Ich hier gerade lang gehe. We need to find some place to escape this cold. Ja. Oh, hi. Socken. Da. Von der Leiche leer. Hä? Wurde ich schon untersucht?
Ach so, ich bin hier gerade reingelaufen. Oh Mann. Aber außen weiterlaufen müssen. Jonk. Naja. Naja, ich muss gleich mal Feuer machen. Ist hier windstill? Too cold to think. Nein. Aber hier. War es windstill. Ja, hier ist es windstill, okay. So, ein Stock. Und schön Feuer machen. Feuer, 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 Feuer. Ich komme während dem The Long Dark aufnehmen nicht dazu, meinen Kaffee zu trinken. Ich habe mir den geholt vor 3 Folgen? Well, oder 4? Und der ist immer noch nicht leer. Jo. So, 38 Minuten müsste reichen, oder? Müsste reichen, hoffe ich mal. Okay, haben wir denn noch was Essbares? Das hier ist kalt, das könnten wir uns nochmal aufwärmen. Brauchen wir überhaupt was zu essen? Weiß es nicht. Geöffnet. Erhitzen. Ja, wir brauchen was zu essen. Am besten was Warmes. Danach trinken wir nochmal ein Schlückchen. Frisches Hundefutter machen wir nochmal mit. Hier war ja ein Ding versteckt. So. Ich möchte echt die eine Nebenquest noch machen, aber ich weiß nicht, wo noch irgendwas sein könnte. Wir haben eigentlich... ja, hier fehlt noch irgendwie Gebäude. Das sieht so leer aus hier. Müsste fast noch irgendwas sein. So, einmal essen. Aufheben. Und dann können wir nochmal ganz kurz was trinken. So. Wärmen wir uns auch ein bisschen schneller auf. Ist schon mal gut. Was wir noch eben machen könnten, wir haben ja einen Schusswaffenputzer mit, ne? Genau. Wie sieht denn unser Gewehr aus? Wollen wir denn unser Gewehr? 57%, das ist schon ein bisschen... Ja, 12 Minuten, da können wir nochmal ganz kurz... Einmal den hier machen. 17 Minuten, da können wir noch einmal... Einmal das Gewehr reinigen. Ich habe Angst, dass man einfach irgendwann nicht mehr nachladen kann. Das ist echt nicht so geil. Wenn wir dann auf einmal dastehen und ja, Gewehr klemmt. Wir dann unnötig Munition verschwenden. Beim Nachladen. Der Pfeil hat nur mehr 43%, das ist auch unser letzter. Ja, Mann. Ich wieder einen verschossen. Beim Wolf. So, wir haben uns gerade noch ein bisschen auf. Gleich haben wir's. Gut, jetzt können wir weiter. Es ist kalt. Es ist kalt. So, hier nach links rüber. Stöcke habe ich, glaube ich, eh noch mit, ne? Na gut, der liegt im Weg. Der liegt am Weg, den nehme ich mit. Und dann kann man hier über die Straße hoffentlich da einigermaßen gut rauf. Der Wind macht das so arschkalt. Ohne Wind geht's eigentlich. So, ich speichere hier mal ganz kurz. Oh. Liegt auch noch ein Wolf? Ja, sind wir also schon mal durchgekommen. Sieht so aus. Sieht ganz danach aus. Ich kleiste dann die ganze Karte einfach mit Wölfen zu. So. No trespassing. Haben wir noch irgendwas liegen? Nein, sieht nicht so aus. Ja, nee, wir gehen hier nicht rüber. Wir schauen nur. Oh, die Brücke bewegt sich. Oh nein.
Maultierbrücke. Bitte nicht. Huiuiui. Die Laufentemperatur steigt. Ja, nicht so gut. Den Schienen. Der Ort entdeckt letzte Schürfung. Okay. Lampenöl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe nämlich keinen mitgenommen, mich Honk. So, was haben wir hier? Toilette, können wir da rein? Nein. Ich muss nicht aufwärmen da drin. Da wird's reingehen. Da müssen wir eh rein. Nehme ich mal an. Ich hoffe, drin ist ein bisschen wärmer. Das wäre schön. Wahrscheinlich nicht. Kohle, Kohle, Kohle. Nehme ich mal mit. Mal speichern. Zur Mine. Dann gehen wir mal rein. In die gute Mine. Ja, Mine. So, okay. Where are those detonators? Die Zünder, ne? Finde die Zünder. Oh, hier ist noch eine Sturmlampe. Nehmen wir mit. Vielleicht ist da noch ein bisschen Ding drin. Angelzeug. Warum finden wir überall Angelzeug? Wir können hier eh nicht angeln. Elevator. Die Richtung. Braucht wahrscheinlich Strom, ne? Tisch, den können wir rein theoretisch auseinandernehmen, falls wir Holz brauchen. Haben wir denn noch Holz mit? Zweimal haben wir noch Holz mit, aber so kalt ist es hier eh nicht. Oh nein. Ich habe in den letzten Episoden schon keine guten Erfahrungen mit Minen gemacht. Mist, hier drin Schnee. Ah, falls wir Holz brauchen, ne? Taschenlampe, Holzstreichhölzer. Ich mach zwei Taschenlampen ohne Batterien. Yay. Da wäre auch noch ein Ausgang. Kann man aber nicht durch. Okay. Okay. Vorratsversteck der Waldflüsterer. Oh. Oh. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht alle Sidequests gemacht. Oder noch nicht alle gefunden. Elevator. Oh Gott, ey. Danger, keep out. Alter Schwede. Cold, cold. Hä? Hä? Uns ist doch schön warm. Hä? Okay, jetzt bin ich massiv verwirrt. So, okay, hier wird es wahrscheinlich weitergehen. Oh, da ist Wasser unten. Deshalb cold. Ich sehe schon. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Kohle. Oh. Das ist mir überladen. Ich leg mal ein Kohle ab.
drüben lang gehen sollen. Exit die Richtung. Speicher nochmal. Vielleicht, also wenn da gerade was einstürzt, dann lade ich nochmal, weil ich möchte drüben auch gucken, was da ist. Wie weit drin wollt ihr den Lift machen? Ja. Hier ist es hell. Locked. Warum ist da eine Lampe an? Okay, ich muss eh nochmal zurück. Gut. Jetzt wissen wir das auch, dass hier verschlossen ist. Oh Gott, ey, ich habe die ganze Zeit Gänsehaut, ne? Deshalb bin ich auch so still, weil ich warte die ganze Zeit auf irgendeinen Jumpscare oder irgendwas. Aber The Long Dark ist eigentlich nicht so ein Spiel, das viele Jumpscares hat. Weil es ist eigentlich auch kein Horrorgame. Bin ich sehr dankbar drum. Bei solchen Gängen und... Ah, das wird sich perfekt eignen für ein Horrorspiel. Aber sowas von... warum ist da ein X drauf? Am Schild. Warum setzt die Musik ein? Oh Mann. Hör auf. Hör auf mit der Musik. Mindside. Okay. Elevator. Oh! Hä? Haben wir gerade vorhin da hinten? Oh Mann. Ich hab so ein ungutes Gefühl, da mal nachher da hinten durchgehen müssen. Aufzugskurbel. Handbeschleuniger. Gegenstand gefunden. Okay. Hope nobody needs this anymore. Nee, braucht sicher niemand mehr. So, am Aufstemmen einmal suchen. Einmangpackung. Angelzeug. Wieder. Waldflüstererbrief. Verdammt, ich hätte den vorher noch nehmen sollen. Too much stuff to carry. So, okay, ist mal gleich. Erste Hilfe Set. I see. I see. Ja, ich sehe auch gleich. Und zwar sehe ich mir dann gleich an. Da war eh nur Kohle drin. Ja, genau. Licht aus. Brief lesen. So, oh, ein Rätsel in der Dunkelheit. Ja, ich wollte eigentlich zuerst den Brief lesen. So, eine Vorrichtung, mit der der Minenaufzug manuell hoch und runter bewegt werden kann. Okay. Sehr gut. Untersuchung. Waldflüsterer Brief. Wir haben endlich die Mine erreicht und das Vorratsversteck gefunden. Wenn die letzte Übertragung stimmt, könnte das genau das sein, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Wir wissen, dass 18 in die letzte Zahl in der Schlosskombination ist. Jetzt muss ich nur noch die anderen beiden finden. Es muss hier noch mehr Hinweise geben. Die Dunkelheit hier drin ist ganz schön unheimlich. Ich hasse sie, aber ich muss tiefer rein. Okay. Okay. Also, wie heißt die Quest? Nee, was ist das für eine Quest? Ein Rätsel in der Dunkelheit. Halte nach Hinweisen Ausschau, um das verschlossene Versteck zu öffnen. Yes, Sir, mach mal. Mit Vergnügen. So, Warnung. Aufgrund von neuerlicher Finanzierungsengpässen mussten wir früher als erwartet zusätzliche Sprengungen auf Ebene 2 durchführen.
Wir sind uns bewusst, dass sich das auf die Überwachung der Luftqualität in den unteren Ebenen auswirken kann. Wir bitten daher alle, die offiziellen Richtlinien bei Arbeiten in Bereichen zu beachten, in denen giftige Dämpfe vorherrschen könnten. Okay. Ist das gut oder ist das schlecht? Goodbye, cruel world. Oh Gott, oh Gott. Warum brennt hier Licht? Ich meine, ja, danke. Danke, dass das Licht brennt, aber... Ja, nehm das Ding lieber mit. Sehr gut. Ach du Kacke. Ja, gut. Da gehen wir dann in der nächsten Folge weiter. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut rein. Ich bin raus und... Ciao, ciao.